So, sitzen bleiben, hä? So, sitzen bleiben, hä? So, dann gehen wir jetzt in die Klinik hoch. Bitte einsteigen. So, also wir fahren jetzt hoch zur Klinik. Ich war jetzt für mehrere Monate am Reisen. Ich habe mich für die Klinik entschieden, weil es einfach in der Schweiz praktisch unbezahlbar ist, die Veneers zu machen. Und fand, hier hatte ich einen sehr, sehr guten ersten Eindruck von den Leuten. Sie waren alle sehr höflich, hilfsbereit, zuvorkommend. Und ja, ich war sehr zufrieden damit. Dazu kommt auch, dass Istanbul eine hammermäßige Stadt ist. Ich hatte hier wirklich eine super Woche erlebt. Ganz, ganz nette Leute und bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin jetzt seit 4 Monaten bin ich am Reisen unterwegs und 2 Monate habe ich noch vor mir und bin sehr froh, habe ich jetzt hier, konnte ich diese Zähne hier machen lassen. So, hier sind wir. Mal Teppe den Talke. Hallo! Ah, schön, dass das. Super, danke. Schön, dass das alles so unkompliziert funktioniert hat. Das freut mich sehr. Und freue mich, dass ich jetzt hier bin, ja. Danke. Hallo, ich komme aus der Schweiz. Ich bin vor 6 Monaten im Reisen und bin hier in Istanbul in der Maltepe Dentalklinik. Ja, also ich bin seit über 3 Monaten am Herumreisen mit meinem Camper. Ich komme aus der Schweiz, bin jetzt quer durch Europa gereist, lange Zeit in Griechenland und jetzt hier in Thailand. Ich wollte eigentlich schon zu Hause, bevor der Reise, noch Veneers machen, habe mir da auch einen Kostenvoranschlag eingeholt, aber das war dann doch sehr, sehr teuer. Weshalb ich mich dann umgeschaut habe, wo dass ich da gute Alternativen finden könnte. Und so bin ich auf Istanbul gestoßen, auf die Maltepe Dentalklinik. Ich bin hell begeistert, muss ich sagen. Es ist alles sehr kurzfristig. Ich habe mich ja erst ein paar Tage vorher gemolden und es hat alles sehr kurzfristig, wurde das organisiert. Ich konnte mich stets in Deutsch kommunizieren, also wie WhatsApp schreiben oder telefonieren oder was auch immer. Das hat alles sehr gut funktioniert. Und ja, die Klinik ist sehr modern, schön eingerichtet. Man merkt der Umgang der Mitarbeiter untereinander, aber auch den Klienten, Kunden gegenüber. Das ist alles sehr familiär, eine sehr angenehme Atmosphäre. Also ich kann die Klinik wirklich nur weiterempfehlen. Ich denke schon noch ein bisschen in der Türkei bleiben, das bestimmt. Und danach, ich habe dann noch 2,5 Monate Zeit und möchte auch noch ein bisschen was sonst Osteuropa sehen, werde ich dann wahrscheinlich wieder Bulgarien, Rumänien, diese Richtung zurück, vielleicht auch noch via Norddeutschland und dann wieder so in die Schweiz zurück. Aber immer alles ganz spontan und ich schaue tatsächlich.